war schlimm. Es war so schlimm, Cole. Du hast es geschafft. Hör zu, die Sache läuft nicht ganz so glatt wie gedacht. Die Bestie ist jemand, den ich mal gekannt habe. Ein Conduit namens John White. John ist am Leben? Ja. Aber was er tut, ist auf keinen Fall Massenmord. Er nutzt seine Kräfte wie eine Strahlenkugel. Er aktiviert potenzielle Conduits, um sie zu heilen. Aber er tötet die Menschen, die nun mal keine Conduits sind. Er will, dass ich ihm helfe. Helfen? Dein Freund hat meine Babys getötet! Ich weiß. Dann tu doch was dagegen, Co! Werde ich. Ich hab's gespürt. Er ist nicht losgegangen. Er war nicht mal voll geladen. Verdammt, was hast du getan, Zeke? Was sollte ich denn tun? Ist er kaputt? Was weiß ich? Lass mich mal sehen. Wolf hat gewusst, dass das passiert. Er wollte, dass ich sterbe. Also, davon hatte ich keine Ahnung. Wenn ich das Ding benutze, wird es uns alle töten. Alle Conduits, nicht nur die Bestie. Tust es nicht, sterbe ich. So wie Millionen andere. Sieg, wir wissen nicht, ob der SFI die Seuche heilt. Johns Methode klappt. Ich hab's gesehen. Nur er kann es schaffen, dass das hier irgendjemand überlebt. Mir ist egal, was mit mir passiert. Alles, was ich will, ist, dass die Bestie stirbt. Du musst dich also entscheiden. Und zwar jetzt. Wirst du die Bestie töten? Dann steh zu deinem Wort. Also, Johns Plan ist auf keinen Fall schön. Das stimmt. Aber er hat recht. Die Conduits sind immun gegen die Seuche. Er muss so viele wie möglich davon machen, bevor noch mehr Kranke sterben. Denk mal daran. Nicht zu glauben, dass Cole den Nerven verliert. Egoistisch wird. Ja, liebe Freunde, nun stehen wir also vor dieser Mission, wo wir wirklich uns entscheiden müssen. Was natürlich ist, eben wenn wir jetzt wieder böse nehmen würden, dann müssen wir unbedingt das Karma noch verändern und so. Die Szene finde ich noch recht interessant, weil jetzt ist ja genau umgekehrt, oder? Nix ist jetzt gut und Kuro ist jetzt eigentlich böse. Ja, aber wir müssen natürlich das gute Karma nehmen, um die Story natürlich abzuschließen. Sieg. Kriegst du den hin? Na, das will ich mal hoffen. Okay. Dann los. Du Gott, was ist los? Das werdet ihr alle noch bereuen. Sie macht uns Ärger. Wir haben ernstere Probleme. Der SFI ist nicht vollgeladen. Nicht ganz. Fast. Geh mal her. Nein. Siehst du die Bruchstelle? Hier? Das ist der Energieregler. Ohne ihn verbrennt das Ding. Ist nicht das Ende der Welt. Naja, eigentlich schon. Aber ich habe eine Idee. Drei Stunden später. Zeit läuft uns weg, Sieg. Okay. Ich glaube, wir haben's.
Ich bin sicher, diese Dinger werden schnell anlaufen. Laden Sie ihn. Das hoffe ich doch. La Roche hat noch ein paar in der Stadt verteilt. Ah, das ist doch ein Scheißplan. Ich weiß. Zu wenig Zeit, Mann. Okay. Wenn der SFI bereit ist, drücke ich den Knopf. Danach bleibt keine Zeit mehr. Okay, Leute. Diesmal übernehme ich das Laden. Gib mir Deckung, Dämon. Tue ich doch immer. Liebe Freunde, willkommen zum letzten Part von Infamous 2. Ja, ich muss euch leider etwas beichten und vielleicht haben es die absoluten Cracks schon gemerkt. Die Untertitel waren angeschaltet bei den Filmsequenzen oder bei der Filmsequenz jetzt am Anfang. Das liegt ganz einfach daran, weil ich... mir ist die Audiostimme von mir abgekackt. Sagen wir es einfach so. Bei der neuen Software von Elgato muss man die Audiostimme immer separat einschalten und das habe ich vergessen. Und scheiße. Und ich habe kein Save State gemacht halt, ne? Bevor der Filmsequenz und das habe ich so angekotzt. Aber leider, also leider muss ich jetzt danach kommentieren. Ich möchte nicht nochmal das Ganze in Famous von vorne machen und dann, you know, halt das Ganze, ja, nochmal bis zu diesem Zeitpunkt spielen, und es dann nur um es dann live zu kommentieren. Ja, die Zeit habe ich ehrlich gesagt im Moment gerade nicht. Aber, liebe Freunde, ich kommentiere es nach, ich schaue natürlich mit, also es ist trotzdem ein halbes Live-Commentary, habe aber trotzdem ein kleines Thema mit eingepackt. Und zwar von der Convention. Leider höre ich jetzt natürlich die Stimmen nicht mit. Die ganze Audiospur. Aber das ist ja nicht so tragisch. Was ich sehe, das reicht mir eigentlich. Ja, jedenfalls. bisschen im Boot rumspringen. Naja, jedenfalls werde ich bald sterben. Ich kann mein Todesurteil nämlich schon bestätigen. Weil ich mal wieder was nicht gerafft habe. Aber hey, egal. Es ist ja nicht so, dass ich das Spiel zum dritten Mal oder so spiele. Ja gut, ich meine. Nein, was ich für ein Thema habe, ist folgendes. Und zwar geht es um die ganzen Games, respektive Spiele, die indiziert sind. Die ab 18 sind, aber indiziert werden. Achtung. Okay, ja gut, nein. Ja, nein, die indiziert werden. Ich habe nie ganz begriffen, was indiziert genau hieß. Ja, wahrscheinlich nützen die Raketenwerfer was. Hä? ich habe nie ganz begriffen, was indiziert heißt. Ich habe es jetzt aber durch, also an der Convention. Ja, gut, sterben tue ich nicht, aber ich habe so nicht gerafft, was ich machen soll. Ich bin einfach mit dem Eisprung, habe ich ihm das probiert und tada, prompt war es falsch. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls geht es um, also in Deutschland ist es ja gewissenteils so, irgendwie Wolfenstein wurde indiziert und ja, ich für die nicht von euch, die nicht wissen, was es heißt, es ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das, wenn verboten wird in dem Land, Werbung für das Ganze zu machen und es zu verkaufen, glaube ich auch. Das ist auch verboten. Und das ist schon ziemlich ätzend. Ich meine, Wolfenstein ist jetzt nicht gerade so, dass das Spiel, auf das jetzt niemand gewartet hat, oder? Und dann wird es halt indiziert und dann wird es verboten und dann muss man sich das ganze Spiel so unterm Tisch holen irgendwie, also halt ich sage jetzt illegal, irgendwo importieren oder weiß ich wo. Und das ist recht mühsam. Auf der Fantasy Basel gab es so einen kleinen Stand, der Game Rights hieß. Und die haben mir und Flo so ein bisschen erklärt,
dass es in der Schweiz auch langsam kommt. Also sie wollen wirklich Content sperren. Zum Beispiel Mortal Kombat Fatalities, stellt euch das mal vor wahrscheinlich. Die einen kennen sie, es ist halt rechtsextrem, also ist halt wirklich extrem, nicht rechtsextrem, sondern brutal. So, nicht jetzt politisch, sondern nein, es ist wirklich brutal, die Fatalities. Und ich könnte mir so gut vorstellen, dass da irgendwie ein Vollidiot irgendwas sagen muss, so, es ist zu brutal, obwohl es eigentlich ab 18 ist. Dann sagt man einfach, das ist so brutal, das darf man nicht verkaufen und dafür darf man nicht werben. Ja, scheiße, oder? Die haben da so eine kleine Kampagne, machen die dann. Und suchen eigentlich jetzt schon Anhänger, meine Fresse, ey. Wie oft ich mich jetzt gerade verspreche. Suchen jetzt schon Anhänger, weil, you know, bei uns ist halt so ein bisschen Initiative und Referendum. Also man muss halt... Man kann ein Gesetz in unserer Bundesverfassung lancieren, indem man 100.000 Unterschriften in 18 Monaten sammelt, das dann einreicht und dann gibt es eine Volksabstimmung. Dann kann das Volk darüber abstimmen. Und Leute, ich sagte euch hier, in dem Moment, es gibt einen Moment, wo ich so voll erschrecke, wie viel ich dem abziehe. Und ich habe irgendwie nie ganz begriffen, dass Nix vorhin gestorben ist. Tut mir jetzt leid, Nix, aber naja, wie dem auch sei, ja, 100.000 Unterschriften in 18 Monaten dann einreichen nach Bern und dann wird eine Volksabstimmung gestartet, eine Kampagne natürlich, müssen die natürlich auch starten, dann wird die Volksabstimmung gestartet, kann man dafür abstimmen, ob man das annehmen will oder nicht. Bei einem Referendum ist es ein bisschen anders, da braucht man weniger Unterschriften, in weniger Zeit aber auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man dafür braucht. Ich weiß nicht, ob es 50.000 waren oder so in einem Jahr. Ich weiß nicht genau. Oder in 6 Monaten. Jedenfalls, da glaube ich. Ja, mit den Raketen. Weil ja, 3 Granaten und so, you know. Und es zieht recht viel ab. Jetzt voll Spam hier. Und voll der Witz eigentlich. Und Leute... Das ist eigentlich schon der finale Kampf, nur zum Sagen. Aber egal. Wie dem auch sei, schon etwa zum dritten Mal. Ja, ist das dann so, dass sie sich jetzt halt schon Anhänger suchen, damit sie nicht erst halt reagieren müssen oder können, wenn das Ganze, das Gesetz schon steht, also wenn das Ganze schon in der Bundesverfassung steht und sie erst dann Leute suchen müssen, sondern dass sie jetzt schon Leute haben halt. Ah ja, stimmt, jetzt kommt noch Kur. Jetzt dachte ich schon, das ist voll die verräterische Bitch, Alter. Aber da wendet sie sich einfach gegen uns. Und Nix ist gestorben. Bedeutet dir das denn gar nichts? Nein, ja, dass sie da gleich reagieren können, weil ich meine, es ist jetzt schon immer ein Riesendrama. Sobald in Deutschland indiziert wird, dann ist da immer so, you know, also es ist wirklich der größte Shit, Alter. Und man versteht es einfach nicht. Wir haben eben mit dem ein bisschen diskutiert. Es ist so sinnlos. Warum sind 18 Spiele, die ab 18 sind, so dermaßen... Was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich dir aber vorhin gerade übelst viel abgezogen. Hä? So dermaßen... Ja, das ist einfach so, wenn man 18 ist, dann ist doch das scheißegal. Dann ist jeder für seinen Content selbst irgendwie verantwortlich. Weißt? Dann macht man... Darum macht man es ja ab 18. Oder? Ich meine, klar gibt es dann halt so, ja, Kinder so, ja, Mama, kannst du mir das kaufen? Aber das ist dann deren Problem. Weißt du, das ist mir so etwas von kackegal und das geht anscheinend irgendwie, der Regierung, nein, das ist jetzt blöd. Nein, irgendwie der Öffentlichkeit oder der Gesellschaft geht das irgendwie nicht in den Magen, ich weiß es nicht. Ja, aber das war so ein bisschen... Das, worüber ich sprechen will, ich meine, wie verhalt, also was ist da euer Thema zum Beispiel? Also wenn es da mit Mortal Kombat angefangen hätte, das wäre richtig primitiv gewesen, ohne Scheiß, also, nee, also da hätte es dann schon wahrscheinlich ziemlich viele Proteste dagegen gegeben, irgendwie, also es kann einfach nicht sein, also, naja, eben, ich hoffe einfach nicht, dass das in die Schweiz kommt, weil wenn wirklich so, ja, Content wird gesperrt, man kann nicht, oh, jetzt kommt eine geile Szene. Es reicht nicht, Mann!
Ah nein, jetzt stirbt sie. Oh shit. Sie stirbt erst jetzt. Sie schafft es irgendwie nicht. Bam. Und Co. hat es auch gerade getroffen. Bitch. Nein. Nix. Nix. Okay, nix. Kurz still sein. Du bist da. Bald haben wir dich, Bestie. So sieht's aus. Sieg. Ja. Sieg. Das war ein bisschen das, worüber ich sprechen will. Du musst weiter, Bruder. Bin jetzt hier noch kurz Sieg aus. Bin noch. Ja. Und ja, eben. Ich weiß nicht, wie ihr da im Überblick seid oder wie ihr da informiert seid. Ich meine, klar, es ist nicht so, dass das jetzt bei jedem Spiel ab 18 hier das ein bisschen Brutalität hat, so, sind indiziert. Aber es geht einfach darum, wenn es mal wird, oder? Klar, heißt es immer wieder so, ja, es sind ja nicht so viele, aber es ist nur schon der größte Fick, dass die das überhaupt machen. Obwohl das Spiel ab 18 ist, das verstehe ich einfach. Aufladen. Ja, Mann. Ja, Mann. Sieg! Er ist komplett geladen. Na los, Mann! Da kann die Bestie jetzt kommen. Nein. Nein. Jetzt noch nicht. So. Oder müssen wir jetzt nochmal kämpfen? Ja, doch müssen wir. Was ich da für Shit erzählt habe. Aber jetzt, oh, guck das Leben an. Ja, genau, das war hier. Bam, 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 bam. Alter, look. Die Bestie ist gleich da. Das ist so behindert, ey. Och, du Scheiße. Ja, das war's dann. Oh, Mann. Da habe ich nämlich auch so einen abgelacht. Ja, und jetzt kommt Kuh und hat wieder die Seiten gewechselt. Schon okay. Nicht okay. Es tut mir schon leid. Du hast mich richtig entschieden. Man sogar nichts lag. Aber nun ja. Ich hab Angst. Und ich auch. Das ist so eine Situation, wo du dir so ein bisschen so, yes, Mann. Da kannst du alle Schultertasten drücken und. Oh, Mann. Ja, ja. Nee, komm, wir werfen den SFI einfach weg. Machen High Five. Yo, Bro, alles klar, Mann. Bestie, komm, wir gehen auf Rache-Tour gegen die ganze Menschheit. Wenn du jetzt nochmal die Entscheidung hättest, dann würdest du einfach alles nochmal umdrehen. Das wäre so richtig heftig. Yo! Ja, ziemlich epp. Haben wir die Lebenskraft entzogen. Also, die Conduits. Wir hielten alle nur den Atem an und sahen, wie ein Monster nach dem anderen umfiel. Ja, dieser SFI funktionierte. Die Nachrichten sagten, dass sogar ein Überseeleute umfielen. Die armen Leute waren wohl Conduits, ohne es zu wissen. Aber es musste sein. Denn für die tausenden Toten blieben Milliarden am Leben. Die Seuche, sie war einfach weg. Ich sah die Leute schon feiern. Einfach nur, weil sie am Leben waren. Ich dachte, mein Freund würde als unbekannter Held sterben. Cole, der alle gerettet hat. Aber hier in New Marais, da wussten sie, was er getan hat.
Schon komisch, dass der Dämon von Empire City hier in New Marais Schutzheiliger werden würde. Ich wollte mich allein von ihm verabschieden. Er war mein bester Freund. Und jetzt war er weg. Manche Leute sagen, dass Conduits und Menschen grundverschieden seien. Das ist Quatsch. Denn niemand ist menschlicher als Cole McGrath. Ich liebe dich, Bruder. Und ich werde dich vermissen. Ja. Und das war ein bisschen der Blitz, wo ich dachte so, ja geil, vielleicht gibt's noch einen Infamous 3. Ja, aber das war ja dann halt nicht so. Es gibt noch ein DLC dazu, aber ja, damit werde ich jetzt vorerst mal wieder ein bisschen warten. Ich finde den Abspann hier noch ziemlich geil eigentlich. Ja, natürlich bedanke ich mich natürlich auch noch an für denjenigen, von dem ich natürlich die Szene am Anfang bekommen konnte. Ich habe natürlich vornherein gefragt, werde ihn aber auch nochmal verlinken, den Kanal verlinken. Ja, das war Infamous 2. Ich habe das Spiel geliebt. Keine Ahnung, irgendwie hat mich das ganze Genre ein bisschen verzaubert. Third-Person-Ansicht und so und keine Ahnung, Leveln und Helden-Genre und so ist generell ein bisschen mein Ding. Und zwar so, dass ich es dreimal durchspielen kann oder viermal. Nein. Also mir hat das Spiel wirklich Spaß gemacht, auch das vierte Mal noch, weil es ist immer ein bisschen. Ich spiele irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Ich spiele die Spiele lieber ein zweites Mal, wo ich irgendwie Ahnung habe, wieder blind und du hast keinen blassen Jimmer. Weil es ist. Ja, ich weiß auch nicht, es ist. Ich schaue generell für mich, wenn ich irgendeinen Let's Player schaue und der kann mir schon ein bisschen erzählen, so, ja, das und das ist nicht so gut und das ist besser. Das ist dann irgendwie für mich schon so, ja, das ist schon, der hat Ahnung irgendwie, keine Ahnung, das macht den irgendwie schon viel mehr, das macht er viel sympathischer, als wenn der irgendwie 20 Minuten lang irgendwie in der Gegend rumehrt und irgendwie sinnlos. Weil da sind Nebenmissionen, macht noch irgendwas, oder, ich meine, klar ist ein bisschen immer der Nervenkitzel, so, ja, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie man den genau bekämpfen müsste und so, und jeder miträtseln müsste, klar, das gibt's natürlich auch, aber wenn es dann irgendwie ein Part lang geht, das ist dann manchmal schon ein bisschen so, ja, fast ein bisschen langweilig. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch Infamous 2 auch sehr gut gefallen hat. Und ja, Infamous Second Son wird demnächst natürlich auch noch beendet. Jetzt hier der normale Abspann. Ja, Legend of Korra habe ich bereits beendet. One Piece Unlimited World Red wird das nächste sein. Habe ich eigentlich auch schon fertig gedreht. Ja. Und jetzt ballere ich eigentlich auf Deutsch gesagt nur noch alles hoch. Bam, geplant hochladen. Bam. Und bis ich dann endlich wieder mal mit Tekken anfangen kann, mit Mortal Kombat 10, mit Ultimate Ninja Storm Revolution, ja, mit Spielerfights oder Ranked Battles, live oder nicht. Nein, es ist einfach so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, dann kann ich wirklich wieder ein bisschen so online suchten, also die Online-Projekte bringen, die, ja, ich jetzt persönlich halt auch ein bisschen besser finde. Ich meine, Tekken kann ich jetzt auch nicht unbedingt 3 Stunden spielen, weil der Rage wird einfach zu krass. Ehrlich gesagt, also ich verliere ein bisschen die Geduld. Das habe ich gemerkt. Ja, es tönt jetzt vielleicht beschissen, aber es ist einfach so. Man muss sich selbst Grenzen setzen, Leute. Vergesst das nicht. Meine lieben Abonnenten, setzt euch die Grenzen beim Zocken. Nein. Ich werde nicht so tönen wie eure Mutter vielleicht. Jedenfalls. Nochmal zurück wegen der Sache indiziert und so und verboten und weiß ich was. Es ist schon ziemlich interessant gewesen. Wir haben dann mit dem auch noch ein bisschen gesprochen bezüglich den Vorurteilen von halt Gamern. Und ich muss schon sagen,
Es ist, er hat mir ein Zitat gesagt, das wirklich, das stimmt wahrscheinlich von den meisten, vor allem in der Schweiz. Stimmt das, oder ja, wahrscheinlich in allen Ländern direkt, hundertprozentig. Ich lese es kurz vor. Gamer sind faule, übergewichtigte, sozial inkompetente und zu Aggressionen neigende junge Männer. Ja, genau. Mal abgesehen davon, dass jeder durchschnittliche Gamer etwa 30 ist und fast jeder zweite Gamer eine Frau ist. Es ist schon ziemlich eindrücklich gewesen. Ich meine, es war meine erste Convention und er hat mir dann schon gesagt, oder? Also, ich solle mich nicht wundern. Also, die Cosplayer und so, die halt wirklich dort waren und so halt Hearthstone und so halt gecosplayt haben oder weiß was ich halt von SAO oder was für ein Anime halt. Ich denke, kann man schon sagen, so, ja, dann könnte man ihr fragen und ich glaube, die würden sagen, ja, ich spiele auch. Also, es ist schon, man hat immer so ein Bild, so, ja, die Frauen, die zocken ja eh nicht. Aber das stimmt irgendwie gar nicht. Also wirklich, ich habe auf der Convention, habe ich wirklich viele schöne Frauen, sage ich jetzt mal, gesehen und denen hätte man es nie gegeben, dass die cosplayen vielleicht oder so. Zumal man auch sagen muss, dass Cosplayen ein recht hoher Aufwand ist mit und mit sehr viel Geld verbunden ist. Ja. Ich habe auf meiner Facebook-Seite Dingens hier. Wie soll ich sagen? Ja, der hat ein paar Bilder hochgeladen und ich habe mir auch Merchandise gegönnt. Ich sag mal nur, ich habe mir Sharingan Guns gekauft und etwas, das Death Note heißt. Und das Highlight, was ich mir gekauft habe, das kommt eigentlich erst noch. Ja, den Attack on Titan Manga No Regrets habe ich mir auch gekauft. Ein bisschen die Geschichte von Levi oder Levi, wie sie ihn nennen. Ja. Das soll es denn eigentlich gewesen sein für dieses Projekt. Habe jetzt noch kurz ein bisschen was sonst allerlei ein bisschen erzählt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wenn ihr bis hier geschaut habt. Freut mich echt, finde ich cool von euch. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Impact Rider. Tschüss zusammen.